Ein zufriedener Cottbusser Trainer, Dieter Schulz, nach 5 Jahren Liga, nun der Wiederaufstieg in unsere höchste Spielklasse. Dazu erst einmal herzlichen Glückwunsch, Dieter Schulz. Danke. Ja, für viele kam das doch recht überraschend, denn einen Spieltag vor Ende dieser Aufstiegsrunde steht Cottbus ja schon fest als Aufsteiger in unsere höchste Spielklasse. Kam das auch für Sie überraschend? Nun ja, die Aufstiegsrunde war recht ausgeglichen besetzt. Der Favorit Union Berlin hat sich nicht durchsetzen können, sodass wir im Prinzip auch davon profitiert haben, dass die anderen Mannschaften gegeneinander Punkte abgenommen haben und wir zum Schluss erst mit einer Niederlage doch schon einen Tag vorher das Ziel schaffen konnten. Alle Heimspiele gewonnen haben und 2 Punkte auswärts, das war unser Ziel und das haben wir halt heute erreicht. Dieter Schulz, die Freude ist natürlich verständlicherweise in diesem Moment sehr groß, aber ich weiß, Sie sind auch Realist, denn Sie haben ja die Mannschaft schon betreut als Trainer, als Cottbus 75-76 in der Oberliga spielt und Sie wissen, was auf die Mannschaft drauf zukommt. Wie sehen Sie die Rolle der Cottbusser in dieser neuen Oberligasaison? Für uns wird es recht schwer werden. Trotzdem werden wir unser Ziel nicht aus den Augen verlieren, die Oberliga zu halten. Dass das schwer wird, wird jeder Zuschauer erkennen und auch wissen. Denn 5 Jahre nicht in der Oberliga gespielt zu haben, ist Zeitverlust. Und diesen Zeitverlust müssen wir erst wieder aufholen. Und dazu ist es notwendig, das Spielerreservoir etwas zu vergrößern, um eine schlagkräftige Mannschaft für die Spielsaison zu machen.